Hallöchen. Ey. Schildchen. Wir müssen den Kerl fertig machen. Bam, so geht's nämlich ab hier. Was denn jetzt? Ah, die sein Luftgewirbel wieder hier ab. Bam. Hast du hier wieder ein Schildchen genommen? Mensch, sei doch mal tapfer. Nein, jetzt gerade, wo ich es aktivieren konnte. So. Hier war der jetzt nicht unbedingt die Härte. So, gibt's sonst noch was Interessantes zu sehen hier? Wohl eher nicht. Also, gehen wir mal die Treppen hoch hier. Und schauen, was es hier zu sehen gibt. Jeha. Anscheinend hat der Joker Angst vor mir. Wollte mich nicht rauslassen. Aus gutem Grund. Ich mag's nicht, wenn man meine Zeit verschwendet. Mich töten zu wollen, war eindeutig Zeitverschwendung. Nun, deswegen musst du keine Angst mehr haben. Es sei denn, ein anderer bietet 50 Millionen Mäuse. Ich hatte keine Angst. Ganz relax. Volle Stützen machen. Warum nicht? Das hört sich nach Schlägerei an. Hier unten geht's wohl ab. Da fehlt wohl ein großer, wa? Oh, hi, Leute. Gott, oh Gott. Bam, nur los hier, ihr kleinen Fatzken. Ui, Papiermäuse da gelassen. Bam, Junge. Bam, 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 bam. Junge, hier geht's richtig los jetzt. Dreißiger-Kombo. Naja. Ey! Scheiße, die. So, jetzt aber. Auf die Fresse, mein Freund. Bam! So. Das war auch mal super, super. Den kleinen Bug gerade, ich musste das zusammenschneiden. Der eine Typ hat mich das bei dem einen Ding, wie ihr gesehen habt, in die Wand gerissen und dann musste ich hier dort neu starten, weil ich in der Wand da in der Zelle festhing und ich kam nicht raus und er kam auch nicht zu mir. So. Nichtsdestotrotz weiter im Text, nicht wahr? Wollen wir mal durch die Tür gehen. So, zum Panoptikon. Noch mehr so eine Typen. Hat er nicht langsam genug oder was? Oder wieder was? Ah, oh, schon wieder so ein Rotlichtmilieu-Typ hier, Junge. Hau mir. Nee, das ist fies jetzt. Komm. Bam, bam, bam. Mensch, lass doch mal die Serie hier in Ruhe. Du stehst. Bam, siehst du, bist du schon kaputt. Bam. Bam, los, noch ein paar Tritte habe ich für dich übrig. Ich will da aber.
gerne erstmal den Großen hier wegmachen. Alter, wie er es nicht lassen kann! Oh, hier kommt Ninja, kriegst du noch ein paar auf Glocken. Ah, schon weg. Ja, nee, lad erst nochmal deine komische MP-Ring oder was auch immer du da. Ja, deine Mami wird auch heulen, mein Freund. So. Ich kann das erklären. So. Bäm. Auch wieder platt. So. Also hier drin durfte da kuscheln mit so viel Matten und so. Das ist doch bequem. Ich weiß gar nicht, warum ihr so aggro seid. Weiter im Text. Und noch ein paar, oder was? Nein. Video. Lass ihn gehen. Ich verstehe dich. Du hattest die Chance, mich sterben zu lassen und hast sie nicht genutzt. Du wünschst dir bestimmt gerade, das hättest du. Ich habe getötet. Massenhaft. Die Stadt in die Knie gezwungen, die Polizei gelähmt und es ist noch nicht mal Zeit, die Geschenke auszupacken. Schnauze! Dann tun wir es. Oh Gott. Okay, okay. Also, was unser Freund Bane in der Hand hält, ist ein Herzmonitor. Sobald er ihn anlegt, lädt jeder Schlag seines leeren kleinen Herzens die Batterie dieses elektrischen Stuhls auf. Und wenn sie voll geladen ist... Also entweder tötest du Bane... Nein, das tue ich nicht. Das wirst du. Du wirst mit vollem Einsatz kämpfen. Oder du stirbst. Irgendjemand wird heute sterben. Du, ich oder der Clown. Wer von uns dreien es sein wird, liegt in deiner Hand. Der macht ja wieder eine Kinovorstellung draus, ne? Oh, jetzt rennt der mir wieder. Naja, Honig am Arsch, oder was? Keks auf dem Kopf, den zu, dass du wegkommst mit deinem Scheiß. Immer noch Ultra betäuben solchen. Gut. Soll ich ausschalten? Batterie aus. Nein! Ja, hier. Genau, kommt doch einfach her und mischt euch auch nochmal mit ein. Ist ja nicht so, dass ich hier gerade zu tun habe. Und wieder ausschalten. Und jetzt? Das tat weh. Nicht bewegen! Achso. Vielleicht solltest du dich nicht bewegen. Klopfte gegen den Schuh. Großer Gott. Vorsicht, Jim. Der Stuhl ist scharf. Das sind 2000 Volt. Das überleben sie nicht. Sie müssen nicht. Jim. Setz dich, Jimbo. Wir braten gemeinsam wie zwei kleine Kartoffelpuffer. 3? 250, lädt auf. Ich hab's Puls. Bring ich dein Herz wieder in Gang. Und bring dich nochmal auf. Mögest du im Tod den Frieden finden, den du im Leben nie gefunden hast. Ich suche nicht nach Frieden. Ins Herz kurzzeitig anhalten. Das ist meine einzige Chance. Lass ihn an. Ich glaube, ich bin verliebt.
Oh, ich weiß gar nicht mehr, was ich hier noch... Kacke, das war's mir wieder. Komm, noch Lebensenergie, den kleinen Fitzelstrich da. Vorbei, Joker. Lass Captain Gordon gehen. Ja, leg die Waffe weg, Freak. Wie wär's, wenn ich dich umlege? Gordon! Na, das nenne ich Weihnachtsstimmung. Tja, ich würde ja bleiben, um mitzufeiern, aber ich muss Geschenke verteilen, Mistelzweige aufhängen und vor Sonnenaufgang noch etwa 15 Wolkenkratzer hochjagen. Ciao! Zum Glück hatten sie ihre Weste an. Er hat meine Waffe. Gordon, Joseph, ich brauche sie, um den Joker zu stoppen. Unsere Hilfe? Du bist der selbsternannte Rächer. Oder reicht dir der eine Mord für heute? Bane hat einen Herzstillstand. Ich habe nur Minuten, ihn zu reanimieren, bevor es zu spät ist. Also, hast du... So arbeite ich nicht. Gehen Sie. Er zurück dir wieder ins Leben, oder was? Na, herrlich. Ob ich das wirklich will? Komm schon. Mir keine Wahl. Mr. Wayne. Ach, du Scheiße. Oh, na klar. Alfred, was wissen wir über TN1? Oh, ich muss jetzt erstmal... Gott, oh Gott. Das Riesenvieh, was soll ich denn mit dem jetzt nochmal? Klingt gut. Nehmen wir. Mischung aus Banes Labor. Ich suche zusammen, was ich kann. Master Bruce, wenn Sie Bane nicht innerhalb der nächsten 10 Minuten ausschalten, wird das TN1 seine volle Stärke entfalten und erlöscht Sie mit einem Schlag aus. Bullock an Gordon, hören Sie mich? Alles okay? Arwen, sicher sofort alle Ausgänge aufbrechen. Wie zum Teufel soll ich den jetzt kaputt machen? Schon dabei. War es jetzt Zufall, dass ich auch an der richtigen Stelle stand? Oh Gott. Ich habe so ein bisschen das Gefühl. Gott. Alter Schwede, Mann. Da macht er mir so ein bisschen Angst, ne? Ist hier noch ein Stromding? Das habe ich jetzt so weit mit. Ja, ist hier. Komm mal her, Typ. Falsche Richtung.
Jo, kannst ja gucken. Aber warte mal, doch, das klappt. Oh oh. Was jetzt? Ich hab doch schon ein geräuschloses. Fuck. Denkst du, was ich vorhabe hier? Komm ich jetzt hier nicht mehr lang? Nee, weil es kaputt geschlagen hat. Geh einfach weiter. Geh einfach weiter. Geh einfach weiter. Geh einfach weiter. Und du? Genau. Was denn jetzt? Ich hab gedacht, ich könnte ihn angreifen. Was soll ich machen? Ich hab keine Ahnung. Scheiße. Okay, mach mal. Bane, ich wollen wir das nicht nochmal überdenken? Meine, im Knast, da gibt's doch gratis Essen. Also so wie ich das will, funktioniert das nicht. Mensch, zieh dich! Ja, ist ja gut, ich hab das verstanden soweit. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Scheiße. Toll. Zu früh. Das jetzt langsam. Bitte. Boah, Alter, schön. So ein Riesenvieh, ey. Heftiger vorbei, Shit. Ich habe Bane besiegt. Alter.
Schwede. Hören Sie mich? Ja, und danke für deine Hilfe mit Bane. Ist er diesmal endgültig besiegt? Er ist in Gewahrsam. Und anscheinend hat das TN1 Banes Gedächtnis beschädigt. Dauerhaft. Ach, heißt das, er wird Ihre Identität nicht preisgeben? Sieht so aus. Gut zu wissen, Sir. Und der Joker? Noch auf freiem Fuß, aber nicht mehr lange. Hier ist Captain James Gordon aus Blackgate. Er bittet Sanitäter vor Ort. Anstaltsleiter Joseph am Boden. Rettungshubschrauber unterwegs. Ankunft in 15 Minuten. Dann sollen Sie sich beeilen. Gut. Puh. Okay, ist richtig lang. Gut. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Wo hat er uns denn hier hingeprügelt? Ah, ist ja noch. Sind wir hier denn überhaupt? Naja. Ich dachte, hier gibt es ein bisschen mehr zu sehen. Was ist jetzt? Big Bull Heroes! Achso. Wo ist Gordon? Scharfschütze! Rate mal, wer wieder da ist! Von hier habe ich genug für heute Nacht. Das sehe ich anders. Verdammter Mist! Scheiß drauf! Du willst Zucker? Hol ihn! Hilf mir, sie von Joseph fernzuhalten. Jemand muss diesen Freak töten. Alles klar. Ey. Na, Joseph? Joseph. Gordon, meine ich. Kommst du klar? Das sieht nicht so aus, wa? Ey. Finger weg von dem. Ich kann dem Typen nicht hochspringen, ne? Endlich! Die kämpfen gut. So, jetzt reicht's aber, oder? Ne, immer noch nicht. Joseph, Sie sind unterwegs. Sie schaffen das. Wo ist der Joker? Er ist durch diese Tür in Richtung Kapelle. Danke. Andere Tür. Junge, hier geht's ja richtig ab. Jetzt will der Joker auch nochmal mit mir spielen. Wo dürfen wir denn lang? Hier durch? Nein. Hier durch? Nein. Also hier, in die Kapelle. Na, hör mal auf. Schon willst du mehr, was? Bane lebt noch. Ach schon. Also das ist nicht witzig. All diese... Ist das für dich oder für mich? Du weißt, es gibt keine Hoffnung für mich. Aber für dich gibt es sie noch. Ja. Ich setze große Hoffnung in dich. Also komm schon, hör nicht auf. Worauf wartest du noch? Gut. Du weißt, du willst es. Ich. Du kriegst es einfach nicht in deinen dicken Schädel. Wir beide existieren. Ihretwegen. Gib auf. Du hast verloren.
Schild gesessen. Aber Cut. Kriegt dich einen rein, Junge. Deswegen tust du's, oder? Du magst, wie es sich anfühlt. Das ist es, was du brauchst. Komm schon, Baby. Schlag mich, bis dir die Knöchel bluten. Und dann auch weiter. Es gibt ja eh nur einen Weg, mich aufzuhalten. Jeder meiner Jungs hätte ihn getötet. Diese Stadt verdient was Besseres. Meine Tochter hält dich für einen Helden. Aber ich muss dich trotzdem festnehmen. Gordon, komm! Wo sind Sie? In der Kapelle. Wir haben den Joker. Heilige Scheiße, Sie haben ihn. Wie haben Sie das gemacht? Ich hatte Hilfe. Tja, eben wolltest du mich noch festnehmen, mein Freund. Ich frage mich andauernd, warum habe ich ihn nicht abgeführt? Und jetzt weiß ich der Grund, ihn gehen zu lassen, warst du. Weil du an ihn glaubst. Ich weiß nicht. Sie haben mich auf eine Wache gepackt mit lauter korrupten Cops. Und ich kann sie nicht ändern. Genauso wenig wie diese verdammte Stadt. Zumindest habe ich das immer gedacht. Herzstillstand. Das ist witzig. Gut gemacht, Bats. Das wird noch ein Riesenspaß. Aber vielleicht kann ich Ihnen etwas geben, woran Sie glauben können. Vielleicht kann er Ihnen geben, woran Sie glauben können. Wusste ich doch, dass Sie kommen. Früher oder später. Und was passiert, wenn ich es nicht tue? Du verrottest hier oder arbeitest für mich? Es war eine lange Nacht, Alfred. Warum gehst du nicht zu Bett? Davon würde ich nicht weit träumen, Sir. Nicht, bis Sie sicher zu Hause sind. Ah, wenn das so ist, ich hätte hier draußen noch ein paar Dinge zu erledigen und könnte deine Hilfe gebrauchen. Darauf können Sie sich verlassen. Und wenn Sie fertig sind, können wir das Weihnachtsmahl essen, das ich für Sie warm gehalten habe. Zum Frühstück. So. Hier sind wir nochmal. Schildkonter. Letztes Upgrade hier auch freigeschaltet. Wir gucken mal auf die Map. Natürlich seht ihr hier noch einige Sekundar-Missionsziele, die man alle noch weiter freispielen könnte. Zum Beispiel die Giftcontainer und so weiter. Natürlich die ganzen Flugpunkte weiter freispielen und so weiter. Das ist natürlich für die, die sich hier auch gerne in der Open World noch weiter bewegen wollen. Und natürlich haben wir auch hier die Spion-Dinger nochmal, ne, wo wir noch ein bisschen Detektiv spielen können und so weiter. Eigentlich ganz geil gemacht, auch dass danach halt nach der Story nicht direkt alles zu Ende ist. Also hat das auf jeden Fall Potenzial. Wie ihr mittlerweile wisst, gibt es natürlich auch schon sowas wie, nicht eine Mod, sagen wir mal, einen Add-on. In dem wir ja, aus dem Charakter von eben, aus der Sicht, ich komme gerade nicht auf den Namen,
Mir fällt's nicht, ist aber egal. Auf jeden Fall könnt ihr dann aus seiner Perspektive spielen, so wie ihr das eben schon gesehen habt, wird er dann auch eingesetzt von der Polizei oder von dem FBI, was auch immer, wo auch immer die Frau da gerade her war. Also, der Kauf von dem Spiel, selbst wenn es jetzt nicht mehr das aktuellste ist und das nächste auf jeden Fall bestimmt schon in der Mache ist, lohnt es sich auf jeden Fall, dieses gespielt zu haben. Ich selbst bereue es, dass ich Arkham City, den vorherigen Teil, leider nicht gespielt habe. Der ist irgendwie an mir vorbeigezogen. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ihr Spaß hattet, meinen Let's Plays zu folgen. Werde natürlich auch zu dem nächsten Let's Play, zu dem nächsten Batman Arkham Origins ein Video machen. Beziehungsweise weitere Let's Plays, um euch auch dort diese storyreife, diese filmreife Story einfach nochmal näher zu bringen. Weil das Spiel einfach genial ist irgendwo. So, an dieser Stelle und mit dieser Aussicht verabschiede ich mich von euch. Zumindest bei Batman. Schaut meine anderen Let's Plays, da ist bestimmt auch was für euch dabei. Ansonsten wünsche ich euch was. Bis dahin, euer Gunshot.